Der Trainer entscheidet sich bei diesem Übungsablauf wahlweise für einen Torwurf oder einen Torschuss. Dabei lässt er die wahre Absicht erst spät erkennen. Durch die Hinzunahme eines weiteren Balles wird die Übung zusätzlich erschwert. Der Trainer hält jetzt in jeder Hand einen Ball und kann nun auswählen zwischen links- oder rechtshändigem Wurf oder einem Torschuss. Zwei Torhüterinnen stehen einbeinig auf dem Steg einer umgekippten Turnbank und passen sich fortlaufend einem Ball zu. Dabei werden sie von ihren Partnerinnen durch leichtes Antippen hin und wieder mal aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine Torhüterin spielt der anderen, die einbeinig längs auf dem Steg der Turnbank steht, den Ball so zu, dass sie ihn mit dem freien Fuß zurückspielen kann. Nach 5 Pässen erfolgt das Zuspiel auf den anderen Fuß. Die Spielerin steht hier hinter den Airbodies und führt rechts- und linkshändig verdeckte, dosierte Würfe in nicht zu schneller Folge aus. Hier täuscht die Werferin erst einen Torwurf vor,
bevor sie dann links oder rechtshändig wieder dosiert einen Wurf ausführt.